Ja, hallo liebe Pfeifenriege hier auf YouTube. Herzlich willkommen bei Tommys Pfeifen- und Tabakwelt. Kleines Intro. Tommy sagt Folgendes: Ich habe öfters ein paar Leute, die mich fragen, hör mal, ich habe hier folgendes Problem. Und zwar bei meiner Pfeife, die Filter, die rutschen da hin und her. Das klappert, das wackelt. Ich nehme immer den Filter und dann drücke ich da rein und dann beule ich das aus, aber dann verkrümelt der Filter und das ist, hast du da eine Idee? Habe ich. Ist keine neue Idee, aber immer mal wieder erwähnenswert. Man muss ja auch Sachen mal auffrischen. Also, wenn ihr Probleme habt, dass der Filter da wackelt. Dann nehmt ihr dieses Mundstück und da bitte sehr, sehr vorsichtig sein. Ich habe mir so eine Heißluftpistole zur Hilfe genommen. Man kann es aber auch mit einem Feuerzeug machen. Mit einem Feuerzeug muss man aber aufpassen, weil das geht recht ruckzuck, ne? Recht zuckzuck. Und dann ist Fakt knallt. Das ist nicht gut. Ich habe mir so eine Heißluftpistole genommen, habe die auf Stufe 1 gestellt. Und habe in einem gewissen Abstand immer schön gedreht und immer getestet, ob es schon heiß genug ist. Jetzt will man das hier vorne ja enger haben. Das heißt, mit dem Finger wäre das nicht gut. Ich habe mir so einen kleinen Cappuccino-Löffel genommen. Am allerbesten wäre es, wenn ihr irgendwie so eine hohle Halbkugel hättet. Irgendwas, was hohl ist und so halb rund. So. Zum Beispiel von der Zigarrenhülse, von seiner Metallhülse, das Ende abschneiden. Und warum? Weil, wenn das Stück ziemlich heiß ist, dann kann man das schön damit formen. Das heißt, der Rand geht nach innen. So. Und dann macht man das so lange, bis der Filter passt. So. Ne? Und jetzt, da, das Einzigste, was ihr hört, ist das Granulat, also der Meerschaum, das sind Meerschaumfilter, der im Filter ist. Und da rutscht nichts mehr. Ne? Hört mal. Das ist fest. Ne? So, wenn ihr das gemacht habt, da, ne, schön warm machen, ne, und dann mit dem Löffel so schön rundrum, ne, kleiner schöner Löffel, so schön rundrum, immer wieder probieren mit dem Filter, ob es passt. So, wenn es passt, es kann ruhig ein bisschen Spack sein, also ein bisschen eng, ne, so dass er mit ein bisschen Mühe reinbekommt, weil ich habe mir jetzt, ich hatte es gerade da, so einen Schleifabziehstein genommen in ovaler Form und dann ein bisschen vorsichtig mit leichtem Druck einfach so ein bisschen entgraten. Und dann seht ihr, wie dieser Filter wunderbar da reinpasst. Und da wackelt nichts mehr, da rappelt nichts mehr. Und der Filter ist fest. Und was vor allen Dingen natürlich ganz wichtig ist, der Filter bzw. das Mundstück passt natürlich immer noch auf die Pfeife drauf, ohne dass sich da großartig was verändert hat. Also gegen rappelnde Filter hilft eine Heißluftpistole. Bitte sehr vorsichtig sein, weil hier vorne der Stutzen ist dünn. Also bei manchen ist er wirklich dünn und da muss man schon ein bisschen mehr Abstand halten zur Düse, also jetzt nicht ganz direkt dran, sondern ein bisschen mehr weiter. Und dann, das muss man austesten. Vielleicht macht ihr das mal, wenn ihr ein altes Mundstück habt und oder eine alte Pfeife, die ihr gar nicht mehr braucht oder gar nicht mehr raucht oder eigentlich wo ihr nur so am Probieren seid, gibt es ja, ne? So alte Teile, wo man mal so ein paar Lasuren oder irgendwas dran ausprobiert. Dann nehmt ihr euch davon das Mundstück und probiert das mal aus. So, und dann könnt ihr alle eure Pfeifen, alle die locker sind, könnt ihr damit einstellen. Ja.
und ich hoffe, dass ich euch damit weiterhelfen konnte. So, ich freue mich, dass mir das noch eingefallen ist, habe mein Video gemacht und hoffe, ich konnte euch damit auch eine ganze Ecke weiterhelfen. Es ist kein neuer Trick, es ist ein alter Trick, aber man sollte ihn ab und zu mal immer wieder ins Gedächtnis rufen, weil manche sind so vergesslich oder faul und dann denken die nicht daran und dann sagen, ach, wie machst du das denn jetzt? Und das rappelt und das geht mir auf den Keks. Und dann fangen die an, an dem Filter rumzudrücken. Das habe ich vorher auch gemacht. Lasse ich jetzt. Macht es so, ist eine tolle Sache, ist eine tolle Idee, geht ruckzuck, geht schnell. Und hinterher, wenn ihr es geformt habt, mal kurz in eiskaltem Wasser oder mal unterm Wasserhahn halten, ne, damit es abkühlt. Und dann könnt ihr das schön auch mit Schleifpapier oder so, ne, oder Rundpfeile, geht auch. Ne? Also, in diesem Sinne, viel Erfolg und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis dann, macht's gut. Ich sag tschüss, euer Thomas.